Hallo Hüter und willkommen zurück zu Destiny 2, um mal endlich ein bisschen von der Story wieder zu spielen. Im letzten Mal haben wir ja nur die ganzen Saisons gespielt. Das letzte war, glaube ich, vor ein Jahr her. Und es kam Dezember, also ich produziere das auch wieder vor, Dezember kam nämlich die drei Addons, also Shadowkeep, Beyond Light und Witch Queen, komplett kostenlos auf Epic Games. Und das, ja, konnte ich mir nicht nehmen lassen. Also ich musste da direkt reinziehen. Und habe mir das direkt genommen und heruntergeladen. Und ja, habe meinen Jäger schon komplett hochgelevelt. Seht ihr schon, 42. Wenn mein Warlock noch komplett standardmäßig ist. Ja, aber heute geht es ja nicht um irgendwelches Leveln oder so, sondern wir wollen die Story von der jetzigen Story, also den jetzigen Anfang, bis zu Witch Queen, also bis zur Hexenkönigin spielen und vielleicht noch Lightfall oder The Final Shape, ich weiß es nicht, aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das mache. Aber jetzt wollen wir mal komplett von vorne anfangen, wie ein Anfänger, wie er da schon anfängt. Ja, wir dürfen natürlich die drei Klassen auswählen. Ich lese einfach mal alle drei vor und werde dann sagen, welche ich da nehme. Titan. Titanen sind diszipliniert und stolz aggressiv in ihrem Angriff und ihrer Verteidigung standhaft wie ein Fels in der Brandung. Jäger. Die Aiglien und wagemutigen Jäger sind blitzschnell auf den Beinen und noch schneller am Zug. Warlock. Warlocks verwandeln die Mysterien des Universums in Waffen, um sich selbst zu stärken und ihre Feinde zu zerstören. Meine Wahl ist natürlich der Warlock. Ich könnte natürlich auch Jäger nehmen, aber ich nehme ihn nicht doppelt. Er ist zwar mein Main, aber wie gesagt, ich mag es nicht, wenn man ihn doppelt nimmt. Titan, ich bin kein Freund von dem fetten Klops, tut mir leid. Dann nehme ich lieber den Jäger. So, anpassen werde ich das sehr schnell machen, weil es ist nichts Großartiges hier. Ja, hier. Oh, Alter, das sieht alles scheiße aus hier. Guck mal. So hier. Ja, mich komplett pink. Ja, man kann ja noch die Lippen ändern. Ganz schrecklich. Augenfarbe machen wir mal blau. Haare. Alter. Aber keine Ahnung, sowas hier. Und dann würde ich solche Haare. Kriegsbemalung. Ja, dann lieber sowas hier. In Geld. Ja. Abschließen. Ich glaube, jetzt kommt noch eine Cutscene. Also werden wir uns wahrscheinlich gleich sehen. Und ich bin jetzt ruhig. Thank you.
Dieses Universum besteht aus Licht und Dunkelheit. Diese uralte Macht fließt durch Materie und Energie in unserem Sonnensystem und darüber hinaus. Doch das wussten wir nicht immer. Als der Reisende in unserem Sonnensystem eintraf, nannte man ihn viele Dinge. Ein Schiff, einen Planeten, einen Gott. Seine Anwesenheit bewirkte und inspirierte große Veränderungen. Er terraformierte mehrere Monde und Planeten. Unsere Lebenserwartung verdreifachte sich. Und wir schickten Kolonieschiffe zu Welten jenseits unserer eigenen. Das war unser goldenes Zeitalter. Doch wie alle goldenen Zeitalter war auch dieses dem Untergang geweiht. Der Reisende wurde von einem alten Feind verfolgt. Eine Stimme in der Dunkelheit. Sie fand uns. Die Menschheit verlor alles. Mit dem letzten Rest seiner Kraft drängte der Reisende seinen Feind zurück, um etwas Neues zu schaffen. Die Geister. In den dunklen Zeiten nach dem Untergang wählten die Geister die ersten Lichtträger. Unsterbliche Krieger, ausgestattet mit der Macht des Lichts des Reisenden. Damals war die Menschheit vielen Bedrohungen ausgesetzt. Eindringlinge von außerhalb unseres Systems kamen in Scharen. Piraten, die Gefallenen genannt, plünderten, was von unserem goldenen Zeitalter übrig war. Die kriegerischen Kabale kamen wegen unseres Territoriums und unserer Ressourcen, um sie zu erobern. Die Schar, unersättliche Anbeter des Todes, kamen, um ihren höllischen Hunger zu stillen. Und die Vex, diese seltsamen, lebendigen Maschinen, kamen, um unsere Welt nach ihrer eigenen, brutalen Vorstellung zu erschaffen. Wir haben uns auch gegenseitig bekämpft. Eine Zeit lang herrschte Chaos. Doch am Ende fanden wir wieder zueinander. Für den Wiederaufbau. Für die Heilung. Wir bauten eine Stadt unter dem Reisenden. Die letzte sichere Stadt der Erde. In dieser Stadt lebte die Menschheit in Frieden und in all ihrer Vielfalt. Menschen, die ursprünglichen Bewohner der Erde. Die Exos, Wunderwerke des goldenen Zeitalters. Und die Erwachten, ein Volk geformt aus Licht und Dunkelheit. Die Lichtträger schworen einen Eid, die letzte Stadt zu beschützen. Im Laufe der Jahrhunderte erhielten sie den Titel Hüter. Die Titanen, der Inbegriff von Stärke und Tapferkeit. Die Warlocks, Gelehrte, ausgebildet in den arkanen Künsten. Und die Jäger, wagemutige und gerissene Abenteurer. Hüter wissen, dass sie stärker sind, wenn sie zusammenhalten. Und nun nutzen neue Angreifer unsere eigenen Kräfte gegen uns. Die Schwarze Flotte nähert sich und treibt uns auf einen zweiten Untergang zu. Und unser größter Feind, die Stimme in der Dunkelheit, offenbart sich. Ein Wesen von unvorstellbarer Macht. Der Zeuge. Aber noch ist nicht alles verloren. Jeden Tag erheben sich neue Hüter. Um die Zukunft unseres Sonnensystems zu gestalten. Und darüber hinaus. Hüter,
Augen auf, Hüter! Wer sagt's denn? Du lebst. Du ahnst nicht, wie lange ich nach dir gesucht habe. Ich bin ein Geist. Von nun an bin ich dein Geist. Und du? Naja, du warst lange tot, also wirst du vieles sehen, was du nicht verstehen wirst. Wir sind hier nicht sicher. Die werden uns in Stücke reißen. Ich muss dich in die Stadt bringen. Halt still. Keine Sorge, ich bin bei dir. Wir müssen weiter, schnell. Und damit beginnt's auch endlich. Meine Güte, die haben ja echt lange gebraucht bei der Cutscene. Dieser Ort ist ein altes Kosmodrom. Ein russischer Raumhafen. Genau. Er steht jetzt unter Quarantäne. Ja. Und ist ziemlich gefährlich. Aber unser einziger Weg vorwärts führt durch die Mauer. Ja, gleich. Ja, die haben bei der Cutscene aber ziemlich viel erklärt. Irgendwie alles. Also zu den Klassen, zu den einzelnen Lebewesen, sogar zu den Feinden und ein bisschen von der Story auch erzählt. Also wir sind jetzt schon bei Final Shape, obwohl wir eigentlich noch nicht da sind. Also deswegen finde ich das schon ein bisschen blöd, dass sie das da mit reingezogen haben. Aber okay, macht mal. Du musst in die Stadt zurückkehren und dafür brauchen wir ein Schiff. Aber zuerst brauchst du eine Waffe. Suchen wir weiter. Aber klar doch. So, die ersten sind natürlich die Gefallenen, die hier ankommen. Es ist ein Risiko, aber ich besorg uns mehr Licht. Ja, das Intro habe ich schon 50 Mal durchgegangen. Militärsystem. Check. Zerrissene Kabel und Rost. Check. Wenn ich diesen Schalter umlege, kommt Ärger auf uns zu. Wie hier immer noch diese Hüterränge draufstehen. Da ist ein Gewehr. Schnapp es dir. Genau, das schlechteste Gewehr überhaupt. Ich werde wahrscheinlich hier keine Sheets machen. Also eigentlich nehme ich nach dem Tutorial immer meine Waffen aus dem Tresor. Aber ich finde, das sollten wir nicht hier machen. Deswegen machen wir das einfach casual, wie ein Anfänger das machen würde. Wir nehmen keine Waffen aus unseren alten Klassen. Ganz standardmäßig, warte. Nahkampf. Zack. Ich weiß jetzt nicht mehr so ganz, wie der rauskam. Konzentrier dich. Wenn dein Radar blinkt, ist Ärger nicht weit. Genau, damit meine Radar zeigt Gegner an. Hier sieht man halt noch das geile Movement aus von Bungie. Ich finde das so die geil. Die Gefallenen sind Plünderer. Alien-Piraten, die klauen, was von der Menschheit übrig ist. Apropos Piraten. Ein Beutedepot. Mal sehen, was drin ist. Genau, hier haben wir schon mal eine Schrotflinte erhalten. Hier sieht man auch direkt das Menü und so, aber das kennt ihr auch schon alle. Brauche ich jetzt auch nicht großartig erzählen. Überlebe den Durchbruch. Oh, der ist auch durchgebrochen. Ja, wie gesagt, das Movement und die Waffen fühlen sich in diesem Spiel immer noch so geil an. Und deswegen liebe ich es ja immer noch und deswegen habe ich es auch schon seit Jahren verfolgt und gespielt. Ich habe es seitdem es herausgekommen ist komplett verfolgt und dann halt auch 2019 gespielt. Oh Gott, Alter, dieses Visier. Noch mehr Gefallene. Du siehst ja gar nichts mehr. Alles entgegen, was du hast. Genau, Ult. Ist hier bei Void so ein riesiger Void-Ball. Ist schon echt nicht schlecht. Bam. So, jetzt noch einer. Oh, zwei. Ja, 10 muss auch noch werden. Geh immer weiter. Ich versuche ein Schiff ausfindig zu machen, das uns nach Hause fliegt. Was ist das bitte für eine Beschreibung? Geh immer weiter. Aber wo weiter? Achtung! Ein gefallenen Raid-Kommando. Wir stecken in mehr Schwierigkeiten, als ich dachte. Genau, hier sind jetzt auch noch andere Leute. An unserer Stelle jetzt halt einer. Oh mein Gott, ist das laut hier gerade. Nein, das wollte ich aufsammeln. Kämpfer besiegen. Gut, ich werde mich jetzt nicht auf den Panzer konzentrieren, weil
Das ist mein Hauptziel nicht. Ach Gott, diese Waffen, die sind so scheiße. Aber egal. Wie ein Anfänger muss ich jetzt hier spielen. Bleib doch bitte stehen. Wieso rennen die weg? Hallo. Wie machst du das? Konzentrier dich auf die Gefallenen. Meine Güte. So, gleich haben wir's. Ah, jetzt ist auch noch Skyprop Train hier. Boah, dieser Panzer ist so laut. Und der gibt mir jetzt schon hier so krasse Muni. Meine Vorhut-Operation ist kompromittiert. Ich bin von meinem Strike-Team getrennt. Vorhut, Sie kommen aus der letzten Stadt. Shaw, wo bist du? Wir können helfen. Cass, Maeve, wenn ihr das hört, Rendezvous bei folgenden Koordinaten. Etwas interferiert. Ich glaube nicht, dass er uns gehört hat, aber ich habe seinen Standort markiert. Rendezvous. Das kenne ich nur aus Star Wars. Gut. Sean, der ist eigentlich nicht in der Vorhut, sondern er ist halt ein Feigling-Typ. Er tut nur so, aber eigentlich ist er da nicht so. Finde ich ein schlechter Charakter. Ha. Ah, dem Licht sei Dank. Ich wusste gar nicht, dass auch andere hier patrouillieren. Hör zu, mein Einsatztrupp ist verschollen, ich brauche Hilfe und... Oh, du kommst frisch aus dem Grab, oder? Wir haben deinen Notruf gehört und wir sind gekommen. Mutig. Gefällt mir. Aber ganz schön viel für den ersten Tag. Ich habe die Perimeter-Scans zu schnell gemacht und jetzt... Ich muss mein Team finden, bevor nichts mehr davon übrig ist. Bleibt ihr hier. Ich bringe euch danach in die Stadt. Ich habe es hierher geschafft. Lass mich helfen. Verstehe. Keiner wird gern ausgegrenzt. Hüter sind vereint stärker. Oder etwa nicht? Du klingst wie Commander Zavala. Meinetwegen. Dann los. Das wird ganz schön haarig. Aber macht, was ich sage, dann schaffen wir's. Wir enttäuschen dich nicht. Folgt meinem Signal. Also, unser Synchronsprecher ist aber nicht so geil. Ich meine, von unserem Charakter. Also, das war richtig bescheuert. Wir haben Raketenwerfer bekommen. Der ist halt auch scheiße. Ach, übrigens, hier ist der Artefaktsbaum. Für jede Season bekommt man ein Artefakt und kann man hier halt sich seine Mods holen. Die alle hier, guck mal, die sind schon mal richtig geil. Die sind für Champions gedacht. In diesem Schrank befindet sich eine Waffe. Wahrscheinlich ein Upgrade für deine. Schnapp sie dir und begib dich zu meiner Position. Ah, klar doch, die ist dreimal besser. Die können wir schon mal wegmachen. So. Da haben wir jetzt so eine kleine Uzi. Ich scanne vom Sprungschiff aus nach Signalen. Ihr seid meine Augen am Boden. Ja, klar. Wie auch immer. Irgendwas verursacht Störungen. Mein Scanner ist hinüber. Wir müssen das vielleicht auf die altmodische Art machen. Analyse gestartet. Ich habe eine Quelle für die Störung. Überprüfen wir sie. Verstanden. Mache ich sofort. Ich finde die Quelle. Holt die Gefallenen von dem Ding weg. Gut, hier geht es um so einen Signal-Tower. Das können sie nicht so schnell hier beschützen. Dann kommt einmal ein Hüter ran und dann bläst er die komplett weg. So. Und er untersucht die Antenne. Gehen wir mal da rein. Hier wurde gestohlene Technologie aus der Stadt eingesetzt. Das stört deine Scans. Die Gefallenen basteln einfach zu gern mit altem Schrott. Und sie haben Talent dafür. Das wird ein paar Minuten dauern. Ja, hoffentlich machst du schnell. Halte sie auf, während ich meine Arbeit mache. Okay. Genau, da mit V können wir unseren Eilungssaal, nenne ich ihn mal, spawnen. Ist sehr gut, wenn man Strikes oder Raids macht. Aber ja, das sowas wie Raids kann ich eh noch nicht. Also könnte ich zwar. Hab ich sogar fast geschafft.
Oh, aber die sind dann immer alle rausgegangen. Vielleicht mache ich in diesem Jahr, also 2024 ist das jetzt, noch ein Raid. Habe jetzt Zugriff auf fast alle Raids. Zack. Oh, ich mag wirklich das Movement in diesem Spiel. Ich merke es jedes Mal. Es fühlt sich so flüssig und so schnell an. Signal wiederhergestellt. Verdammt. Die Signale des Einsatztrupps fehlen und die letzten bekannten Positionen liegen weit auseinander. Sie würden sich nicht trennen. Es sei denn, die Dinge stünden wirklich schlecht. Ich suche Cass. Ihr sucht Maeve. Sende Koordinaten. Oh Mann, wie schlecht ich mich fühle ohne einen Sparrow. Aber den kriegt man noch in der Story. Das weiß ich. Finde Maeve. Richtig komisch geschrieben. M-A-E-V-O-E. Die Legende besagt, dass die Gefallenen einst in der Gunst des Reisenden lebten. Aber dann ist irgendetwas passiert. Der Reisende hat sie verlassen. Und das hat ihre Zivilisation in den Untergang getrieben. Sie sind den ganzen